Japanische Krieger, die in Kampfrobotern durch die Gegend fliegen, sind in der Retro-Reihe gern gesehene Gäste. Und in diesem Monat huldigen wir einer besonderen Baureihe, den Musha. Im Untertitel des Startbildschirms könnt ihr sehen, für welches Wortungetüm die Buchstaben stehen sollen. Metallic Uniframe Super Hybrid Armor. Dabei heißt Musha im Japanischen eigentlich nur Krieger. Das Spiel erschien 1990 für Mega Drive, ist Teil der Alest-Reihe und erzählt von einer Zukunftsvision. Im Jahr 2290 breiten sich die Menschen im Weltall aus. In einer japanischen Kolonie gibt es jedoch Ärger. Ein Supercomputer greift mit einer Maschinenarmee an. Da können nur noch die Musha helfen. Der Kampf wird jedoch schwieriger als gedacht. Gleich zu Beginn werden die vier Begleiter des Helden vom Himmel gefegt. Unsere erste Gegenwehr fällt mickrig aus. Mit Standardschüsschen zielen wir auf die Feinde. Rettung schwebt dann in Form einer Kapsel heran. Wir feuern auf das fliegende Munitionslager, fangen die Items und bekommen ein kleines Raumschiff zur Seite gestellt. Vor uns setzt sich derweil der abstruse Bossgegner in Bewegung. Eine riesige Panzerpagode. Science-Fiction-Technik trifft auf das alte Japan. Mit den nächsten Items steigt unsere Feuerkraft weiter. Noch ein paar Kapseln, dazu ein grüner Laserstrahl. Diese Sekundärwaffen erhöhen die Durchschlagskraft erheblich. Und noch ein grünes Laser-Item. In weniger als einer Minute ist aus unserem Mech eine fliegende Wunderwaffe geworden. Statt auszuweichen, geben wir jetzt den Ton an, fräsen uns durch die Gegnermassen. In keinem anderen Shooter versetzen uns die Upgrades in einen solchen Overdrive-Modus. Die Entwickler geben dem Spieler aber nicht nur Upgrades mit auf den Weg. Auch die Geschwindigkeit des Roboters lässt sich regulieren. Ein Druck auf die Starttaste, schon können wir die roten Pfeile am oberen Bildschirmrand aufstocken. Mit zusätzlichem Schub ist dieser Bossgegner dann leichter zu besiegen. Der Musha flitzt jetzt von links nach rechts und weicht den Angriffen des metallischen Monsters aus. Auf Dauer kann die erhöhte Geschwindigkeit aber ganz schön stressig sein. Die richtige Dosis ist also entscheidend. Und noch ein Feature, das die Spielmechanik von Musha so besonders macht. Der Spieler kann die Upgrades um sich herum in verschiedene Positionen bringen. Das gibt es in anderen Shootern auch, aber selten so umfangreich. Hier treffen wir auf ein fliegendes Schlachtschiff. Diesmal eine japanische Pagode mit Düsenantrieb. Wir formieren die Begleitschiffe nun so, dass sie in unsere Gegenrichtung schießen, in diesem Fall also nach links. Sonst wären die Geschütztürme kaum zu bändigen. Für fast jede Spielsituation gibt es solch ein geeignetes Setup. Damit sich aber nicht alles nur mit Dauerfeuer lösen lässt, haben die Entwickler ein paar hübsche Hindernisse eingebaut. In diesem Canyon zum Beispiel muss der Held im Höchsttempo einen sicheren Weg finden. Dabei beeindruckte vor 22 Jahren vor allem die Technik. Unter dem Musha klafft eine gigantische Schlucht, in die getroffene Schiffe sogar hinabstürzen. Für die Anfangsjahre der 16-Bit-Ära definitiv ein Meilenstein. In diesem Canyon wartet dann auch ein spektakulärer Bossgegner. Der rot-grüne Roboter verschießt zwar nur ein paar Blubberblasen, die Dinger haben es bei Berührung jedoch in sich. Mit der richtigen Feuerkraft setzen wir dem Obermotz zu. Doch nach den ersten Explosionen hat er, natürlich, noch eine zweite Transformationsstufe auf Lager. Mit seiner orange-grünen Rüstung und dem diabolischen Grinsen erinnert der Bösewicht dann an den Kobold aus Spider-Man. Finden zumindest wir. Unser persönliches Highlight in Musha ist die Inszenierung dieses Levels. Zuerst fliegen wir über eine futuristisch-japanische Stadt. Wie üblich greifen uns massig Gegner an, ansonsten ist es erstmal wenig spektakulär. Dann allerdings werden die Wolken immer dichter und es braut sich etwas zusammen. Nach ein paar Minuten ist der Himmel komplett finster und ein Sturm zieht auf. Aus den Wolken tauchen dann immer wieder feindliche Roboter auf, die wir mittlerweile mit einem Vierfachschuss vom Himmel holen. Im Hintergrund laden sich die Wolken langsam auf, bis Gewitterblitze über den Bildschirm zucken. Was heute eher für ein Schmunzeln sorgt, war zu Beginn der 90er eine effektvolle Inszenierung. An den finalen Schauplätzen wird es dann futuristisch-diabolisch. So schwebt im sechsten Level ein Schlachtschiff mit teuflischem Grinsen und dicken Kanonen heran. Schade nur, dass all das schon der Höhepunkt der Reihe war. Mit Robo Alest bekam Musha zwar einen Quasi-Nachfolger für Sega CD, der Zauber war jedoch verflogen.
Und auch die übrigen Alest- bzw. Powerstrike-Spiele kamen unserer Meinung nach nie an Musha heran. Das war auch gleichzeitig das Schlusswort zu unserem Neuzugang in der Hall of Fame und wir hören uns im nächsten Monat.